official Wake the Warrior. Salut Freunde, hier ist wieder Marcel von Gannikus. Willkommen zu den News. Wir drehen heute am Montagmorgen die News und ich fühle mich gerade wie so eine Hausfrau, denn ich musste mir gerade das Sat.1 Frühstücksfernsehen angucken. Der Grund ist, Jill und Artie von Road to Glory waren beim Sat.1 Frühstücksfernsehen und haben über Anabolika, die tödliche Gefahr, gesprochen. Als Verräter der Fitnessszene wurden die beiden da betitelt und man denkt jetzt, oh shit, wieder irgendwas Negatives. Naja, ich würde jetzt sagen, negativ war der Beitrag nicht. Die beiden haben ja relativ offen und relativ transparent über das Thema Hormonmissbrauch, Steroide etc. im Breitensport gesprochen. Das Ganze natürlich, ja, muss man sagen, so ein bisschen sanft, weil die Moderatorin halt wirklich so gar keine Ahnung von dem Thema hatte. Aber gut, das ist halt eine normale Moderatorin, die hat nicht viel mit Fitness und Bodybuilding zu tun. Jill saß da in einem türkisfarbenen Hemd, das zum Platzen angespannt war. Und das, obwohl er jetzt ja mittlerweile vollkommen natural unterwegs ist, ich glaube seit über einem Jahr. Rein von den Gains her hat er da aber wirklich nicht so viel eingebüßt. Man könnte fast meinen, dass er immer noch ab und zu mal am Honigtopf naschen würde. Ja. Insgesamt war das, glaube ich, so ein ja, souveräner Auftritt von den beiden im Sat.1 Frühstücksfernsehen. Tim Gabel hat ein Video veröffentlicht, das nennt sich Tim Gabel nach 2 Jahren zurück im Gym. Und dann denkt man, wenn man den Titel liest, okay, jetzt wird abgerissen wie damals zu Gym-Aesthetics-Zeiten. Ist aber nicht so. Es ist ein sehr, ja, man muss sagen, ernstes Video und es ist jetzt kein Video, wo man sagt, okay, jetzt habe ich Bock, das Gym abzurocken, sondern eher, Mensch, das, was er sagt, das regt so ein bisschen zum Nachdenken an, weil er spricht da über so seinen Leidensweg der letzten Jahre. Er hatte ja massive gesundheitliche Probleme, was sogar dazu geführt hat, dass er unter anderem seinen besten Freund da unten nicht mehr ansteuern konnte, dementsprechend auch keinen mehr hochbekommen hat. Ja, das Video an sich, wer jetzt nicht so gesundheitsinteressiert ist, der wird das wahrscheinlich nicht so spannend finden. Was aber interessant ist zu sehen, wie Tim Gabel mittlerweile körperlich aussieht, also ich will jetzt gar nicht sagen, er ist ein Schatten seiner selbst, aber er sah natürlich schon mal so aus, dass viele Menschen ihm nicht geglaubt haben, dass er natural diesen Sport betreibt. Und wenn man ihn jetzt anguckt, dann sieht man halt einen relativ schlanken, sportlichen jungen Mann, aber mehr auch nicht. Ich würde jetzt mal behaupten, er hat zwar ein Gymshark-Sponsoring, aber wäre er nicht Tim Gabel, mit der Reichweite, die eben ein Tim Gabel hat, dann hätte er auch kein Gymshark-Sponsoring. Denn rein körperlich ist er jetzt einfach nicht mehr so beeindruckend. Man muss natürlich auch sagen, jemand wie er, der eine saumäßig gute Veranlagung hat, wenn der jetzt wieder in die Spur kommt und es drauf anlegen würde, würde er auch schnell wieder gut aussehen. Aber wenn man jetzt so das Video sich anguckt, dann hat man nicht den Eindruck, als ob er jetzt ja so viel Wert darauf legen würde, nochmal so auszusehen wie früher. Man sieht also, vieles im Leben ist vergänglich. Wenn ich dran denke, damals Fibro 2015, 2016, Tim Gabel, Karl S. etc., damals auch mit Mischa, Patrick Reiser, unfassbaren Hype gehabt. Und wenn man sich jetzt dann mal anguckt, wo alle von denen sind und wie viele von denen aussehen, dann muss man sagen, nichts hält für die Ewigkeit. Zu einem Schatten seiner selbst könnte auch Sean Roden werden. Denn, so wie es aussieht, wird er nicht bei den Arnold Classics im Frühjahr an den Start gehen. Der Grund sind nach wie vor die Vergewaltigungsvorwürfe, die gegen ihn im Raum stehen. Ich muss sagen, ich finde es so persönlich schon beachtlich, dass er sich bisher, zumindest was man öffentlich wahrnimmt, nicht wirklich davon unterkriegen lässt. Aber ich glaube schon, dass er aktuell sehr, sehr hart zu knabbern hat, denn mit Olymp ist sein Hauptsponsor weg und ich würde jetzt mal behaupten, das meiste Geld wird er im letzten Jahr mit Olymp verdient haben. Dann darf er keine Wettkämpfe machen und das
nicht mehr als amtierender Mr. Olympia, aber bis vor kurzem war er noch ein amtierender Mr. Olympia. Also ich glaube, da wird es jetzt bei ihm finanziell auch langsam so ein bisschen schwierig werden. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass er irgendwann mal an dieser Sache zumindest so ein Stück weit schon kaputt geht dran, weil er muss ja mit dem Sport Geld verdienen und wenn das nicht gegeben ist, dann muss er eben wieder sich einen normalen Job suchen und arbeiten gehen. Und dann ist eben die Frage, ob er nochmal so stark zurückkommen kann, denn man muss ja deutlich sagen, dass die anderen Mr. Olympia Teilnehmer, die machen ja übertrieben gesagt nichts außer trainieren, schlafen und essen. Und wenn er dann noch irgendwie arbeiten muss und dann noch den Sport auf so einer professionellen Ebene betreiben, ist es schon sehr, sehr schwer. Und vor allem auch, wenn er da nicht mehr so viel Geld verdient, ist es halt, muss man sagen, mit den Royals auch schwierig irgendwann. Denn so eine Mr. Olympia-Vorbereitung, die kostet halt schon wirklich ordentlich. Und das ist ja auch oft der Grund, warum dann viele Bodybuilder so in eine kriminelle Schiene abrutschen, weil sie einfach einer gewissen Beschaffungskriminalität nachgehen. Also ich will jetzt da den Teufel nicht an die Wand malen bei Sean Roden, aber man muss schon sagen, das sieht jetzt nicht so gut aus. Mr. Olympia dürfte er nicht mitmachen, Arnold Classic darf er nicht mitmachen. Selbst wenn er jetzt bei einem Wettkampf mitmacht und sich für ein Mr. Olympia qualifiziert, ja, weiß ich nicht, ob er dann dieses Jahr wieder bei Mr. Olympia mitmachen darf. Und das macht ihn dann wiederum ja auch alles nicht attraktiver für Sponsoren. Ja, also ich bin da mal gespannt. Ich wünsche ihm da echt nur das Beste, aber sieht aktuell echt schlecht aus. Hingegen Sergio Oliveira, der wird seinen Platz bei den Arnold Classics antreten. Das heißt, er wird anstattdessen an den Start gehen. Kevin Wolter hatte sich ja beim Ringen gegen Dennis Kohlruss eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen. Er hat ein Video released mit dem dramatischen Titel "Die Folgen meiner Verletzung, wie geht es weiter?" Und in dem Fall muss man sagen, war das Dramatische nicht überzogen, denn es stand im Raum, muss er unters Messer oder nicht? Aber ich sage euch das Ergebnis, er muss nicht unters Messer, er muss sich schonen. Die Diagnose fällt wie folgt aus. 2 von 3 Kollateralbändern sind komplett abgerissen. 1 ist zu 3/4 abgerissen. Aber er hat Glück, einer Operation muss er sich nicht unterziehen. In dem Fall kann man sagen, Glück im Unglück gehabt. Und man sollte sich vorher überlegen, ob man gegen einen 180 Kilo Menschen ringen muss. Oder ob man das nicht besser sein lässt. Denn gerade als Bodybuilder ist es schon so, dass sich Bodybuilder tendenziell häufig verletzen, wenn sie ungewohnte Bewegungen machen. Man kann jetzt nicht genau sagen, warum das so ist. Mir hat das jemand mal so erklärt, durch das Bodybuilding-Training oftmals so eine sehr monotone, konstante oder häufige Belastung auf gewisse Körperpartien einwirken, ist es so, wenn dann mal neue Bewegungen und vor allem so ruckartige Bewegungen kommen, reißt dann relativ schnell mal einen Muskel oder eine Sehne. Er hat mir jetzt auch nicht genau erklären können, warum das so ist, aber er hat gesagt, das kann er auf jeden Fall auch so beobachten. Und das ist auch das, was ich häufig beobachte. Also die allerwenigsten Bodybuilder verletzen sich, wenn irgendwie was reißt während dem Training, sondern weil sie irgendwas Ungewohntes machen und meistens auch ruckartig. Mike Sommerfeld hat letzte Woche, ich glaube, schon für einen kleinen Schock gesorgt bei seinen Followern. Er hat nämlich einen Post rausgehauen und das klang erstmal so, als ob er sich vom Bodybuilding verabschiedet. Ich lese das mal vor. Ja, ich werde das Bodybuilding aufgeben. Für alle, die es noch nicht wissen, ich bin die nächsten Jahre raus. Für mich gibt's es ein neues Ziel, steht so da. Das verdient mindestens dieselbe Aufmerksamkeit, wie das Bodybuilding verdient hatte. Ich kann mich nicht mehr aufteilen und jetzt ist es an der Zeit, eine erwachsene Entscheidung zu treffen. Die nächsten Jahre gehöre ich der Classic Physik. Ich werde das Bodybuilding aber weiter tief im Herzen tragen und lass es dort wachsen. PS, nein, ich bleibe am Start. Was dachtet ihr denn? Ja, ich muss gestehen, ich habe das Posting
gelesen und dachte, wow, okay, krass, er hört auf. Was macht er denn jetzt? Und dann, ah, okay, Classic Physik. Also selbst ich bin drauf reingefallen. Wir hatten ja im Podcast mit Danny darüber gesprochen, dass er sehr, sehr gut da reinpasst in die Classic Physik Klasse der Mike Sommerfeld. Und dementsprechend, glaube ich, ist eine sehr, sehr gute Entscheidung. Sascha Huber gehört vermutlich zu den Newcomern der letzten ein bis zwei Jahre. Ich glaube, er und Kevin Wolter, die liefern sich so ein Battle, wer von beiden mehr durchstartet. Wobei ich so voll auf der Kevin Wolter Seite bin. Erstens, ich kenne ihn schon lang. Zweitens, Kevin ist jetzt nicht ganz so glatt wie Sascha Huber. Aber nichtsdestotrotz Respekt beim Sascha vor dem Erfolg, den er hat. Und er war jetzt bei Galileo zu sehen. Die haben einen Beitrag gemacht, was ist im Fitnessstudio erlaubt? Und es ist ja immer, wenn Mainstream-Medien irgendwas mit Bodybuilding machen, so, oh oh, das könnte jetzt wehtun. In dem Fall ist aber eigentlich ein ganz cooler Beitrag geworden. Dort werden beispielsweise Fragen beantwortet wie, wer haftet eigentlich dafür, wenn ihr euch verletzt, wenn ihr mit einem Trainer zusammenarbeitet? Der Trainer, das Gym, ihr selber etc. Also ich will das gar nicht vorab nehmen. Kann man sich wirklich angucken. Natürlich sind auch so Fragen wie, soll ich nach Muskelkater noch trainieren oder ähnliches. Etwas seichtere Fragen. Aber es sind wirklich auch ein paar ganz gute Fragen dabei, die da beantwortet werden. Und der Sascha, der macht das wie immer super souverän. Jo Freunde, das war's mit den News für diese Woche. Wenn das Video rauskommt, ist bei Muscle24 noch für ein paar Stunden Cyber Monday Sale. 30% auf Gasp, Gorillaware und Better Bodies. Wenn die Aktion vorbei ist, kann ich euch sagen, so eine kranke Aktion wird es so schnell nicht mehr geben. Aber wir haben ja immer Deal of the Day, wir haben bei Gorillaware Monatsaktionen etc. Also checkt das auf jeden Fall aus. Da habe ich übrigens auch dieses frische Shirt her. In diesem Sinne, ich bin erstmal raus. Lasst euch nicht verarschen. Salut.